Bist du Sponsor? Sozo. Ich grüße dich, Reisender. Ich bin natürlich Sozo, Pilzforscher. Ich schätze, das macht mich zum Champion der Champignons. Nur ein kleiner Witz, den Sozo gerne macht. Ja, Pilze sind Sozos Leidenschaft, aber Sozo braucht mehr. Sozo braucht immer mehr. Du wirst für Sozo sammeln, ja? Ja, Sozo kann seinen Anhängern da draußen nicht trauen. Sie lügen, sie stehlen, sie flüstern sich Geheimnisse über Sozo zu. Sozo weiß es einfach. Sozo wird alles tun. Er wird an deinem Altar beten. Sozo wird sich mit Leib und Seele deiner Sache. Sozo reißt dir den Kopf ab. Sozo zeigt dir, wie du die Kraft des Pilz nutzen kannst, damit du dich die zerbrechlichen kleinen Köpfe deiner Anhänger, deinen Wegen öffnen. Aber du musst dich nicht bei Sozo anwenden. Oh nein, Sozo wird dir freiwillig folgen. Solange du Sozo weiter Pilze bringst, wird Sozo alles für dich tun. Nimm den Weg nach Anura und such Pilze für Sozo. Du hast sie vorher vielleicht nicht gesehen, aber wenn du sie jetzt suchst, werden sie da sein. 10 Gehirnwäschepilze. Okay, Anhängerform sammeln. Ich kann ja sonst nichts irgendwie sammeln, kaputt. Aha. Für einen kleinen Pilz brauche ich 2 Pilze. Ja. Siggi. Ist auch eher schwierig, ne? Würde ich jetzt behaupten. Wir haben Nacht, also kann ich jetzt gerade mal kurz angeln gehen. Um vielleicht endlich mal diese blöde Krabbe zu fangen. Aber das Angeln in dem Game ist, da werde ich kein Freund von. Sag ich, wie es ist. Eher nicht so meins. Ist irgendwie anders als das Angeln zum Beispiel in Stardew Valley oder so. Stardew Valley Angeln ist, wenn man den Dreh raus hat, relativ cool. Aber finde ich hier noch keinen richtigen Rhythmus rein, wie man es am besten macht. Wir haben schon den nächsten Tag. Okay. Ein Bett zusammengestürzt. Natürlich. Betten halten auch einfach nichts aus. Und kostet mich deswegen unfassbar viel Holz. So, welches Bett ist denn zusammengeschmissen? Das hier. Jetzt muss ich wieder auf die Suche gehen nach Dünger. Danke. Danke. Was willst du jetzt? Ja, Alina. Blumen aus dem... Okay. 10 Kamelinen. Das sollte ich hinkriegen. Die Quests häufen sich langsam so ein bisschen da. Ne? Würde ich behaupten. Sag mal, eigentlich... Wofür habe ich eigentlich hier... Vogelscheuche, wenn er doch ein Vogel gewesen hat. Sorry, ich habe irgendwie gerade einen Brain Egg gehabt. Gebe ich ehrlich zu. Na gut, kann ich mir das Ziel geben. Nochmal Holz. Subi. Dann wollen Leute was essen. Oh, sie haben es geschafft, endlich mal abzureißen. Tödliche Mahlzeit. Nö. Anhängerfleisch mal Zeit. Minus 20 Glaube. Ups. Frage mich halt, zählen diese Pilze? Also kann ich die auch so zugeben? Hoch. Wow. Okay. Der ist jetzt aber fix gestorben.
Och, Leute, was ist da denn hier? Wollte man nicht machen? Jetzt brauche ich eine Leichengrube. Da. Auf Begräbnis verbreiten. Anhänger ist gestorben, herzliches Beileid. Leichen sind gut für die Hygiene und können dazu führen, dass Anhänger krank werden. Das Anhänger in deine Leichengrube oder ein Grab beisetzen, um die Verwesung zu verhindern. Ich könnte auch das Fleisch gewinnen, aber ja, Fleisch gewinnen. Oh. Das mochten die nicht. Schade. Wir erhöhen die Laune wieder. Klar, machen wir das. Kann ich gar nicht verstehen, dass sie das nicht leiden können. Da habe ich in kurzer Zeit 2 Anhänger verloren. Na, natürlich auch schwierig eher. Ich würde gern sägen. Ja, du fandst jetzt blöd, weiß ich. Aber ich würde gerne einmal alle hier segnen und Loyalität und so einen Scheiß. Was ist denn hier? Okay. Ist weg. Wie viel Holz brauche ich denn für das Samending? 10. Ich habe 8. Was ist denn das hier? Hat die Opferstatue hatte ich ja, ne? Ja. Deswegen habe ich erlegen können, wenn sie nicht im Schrein holen. Verstehe ich nicht so ganz, aber okay. Glaube. Wir bauen das einfach mal dahin. Und die können anscheinend irgendwie auch mir huldigen jetzt. Zusätzlich zu dem, wie es vorher war, oder was? Ach, das ist ein extra Ding, wenn hier kein Platz ist, oder was? Verstehe ich es richtig? Ich glaube, ich verstehe es richtig. Bin mir nicht sicher. Ja, ich verstehe es, glaube ich, so. Nee, ich wollte... Ich habe ja jetzt Pilze. Habe ich jetzt auch 10 Pilze für Sozo, den durchgeknallten Soziopathen? Ja, habe ich. Moin! Bitteschön. Ja, ja, gib Sozo, gib mir. Hervorragend, aber nicht genug. Bring Sozo mehr. Sozo zeigt dir, wie du deinen Anhängern eine Gehirnwäsche verpasst. Sozo vermutet, dass du etwas für deine Mühen haben willst. Natürlich, Sozo bezahlt stets deine Schulden. Nimm das. Au, oh, damit habe ich jetzt ein ganzes. Danke. Du hast alle 4 Teile eines heiligen Talismans gefunden. Talismane sind mystische Relikte, die die rote Krone verwenden kann, um neue Fliese freizuschalten. Am Altar in deinem Tempel kannst du Fliese freischalten und dich damit ausrüsten. Sehr cool, danke. Wow, jetzt habe ich aber. Jetzt ist aber hier. Quests. Ja, klar. Noch mehr von denen. Ich mach das mal weg hier. Okay. Wupp. Okay, wir können den Vlies verbessern. Machen wir das doch mal. Würde ich sagen. Aber endlich 10 davon. Das bedeutet, ich kann endlich das hier bauen.
Ich helfe euch mal. Bin ja ein netter Anführer. Eigentlich. Würde ich behaupten, dass ich ein netter Anführer bin. Hoffe ich. Einzahlen. Ich muss die da. Okay, da passen nicht so viele rein, wie ich gedacht hätte, um ehrlich zu sein. Aber gut. Habe ich dafür jetzt Münzen bezahlt? Das ist ein Scherz, oder? Das wäre krass. Vor allem ist es mir nicht aufgefallen. Das ist halt super heftiger, hoher Chance auf eine Krankheit, ne? Eigentlich keinen Bock drauf. Machen wir aber nicht. Ich hoffe, ich kriege jetzt so noch genug Futter zusammen. Hoch. Entschuldigung. Ab die großen Klang hat heute schon. Die Hand aufgelegt bekommen. Einen Segen bekommen. Whatever. Ich würde gerne meinen Fleece verbessern. Der Schaden erhöht sich mit jedem Kill oder zurückgesetzt, wenn du getroffen wirst. Du erleidest doppelten Schaden. Autsch. Fleece verursacht einen doppelten Schaden, kostet nur die Hälfte an Eifer, aber Nahkampfschaden, Waffenschaden und Lebensenergie werden halbiert. Du hast bei jeder Ziehung einer Tarotkarte ein krankes Herz, 100% der Gegenstände gehen verloren, wenn du stirbst. 100% der Gegenstände gehen verloren, wenn du stirbst. Okay, was? Alle Herzen durch. Nein. Aber keine kann im Nachhinein gezogen werden. Das ist okay. Fließ des der Schicksale. Außerdem ist das weiß, das steht mir. Let's go. Einmal vollfressen, bitte. Alle hippie happy, supi. Bye bye. Und schon wieder Nacht geworden. Zeit rennt. Von die haben gerade Festmahl gehabt, haben trotzdem wieder Hunger? Nee, ich bin gerade reguliert. Okay, ich wollte mich gerade schon beschweren. Also, das wäre jetzt aber auch wieder was gewesen. Gib mir dein Fleisch, Spinne. Ich glaube, ich spinne. Da oben ist eine Spinne. Komm her. Und da ist noch eine. Nee, du flüchtest aber jetzt aber nicht, mein Freund. Sag ich doch. So, und aus Düsterholz. Was davon ist Düsterholz? Ist das hier Düsterholz? Jo. Na okay, dann renne ich halt hier nochmal durch. Okay, Bonusressourcen, 10% Chance auf kritischen Treffer, 1 zusätzlich halbes Herz und bei einem Treffer wird auf einen Bildschirm allen Schaden zugefügt. Das ist okay. Was willst du? Die Winde des Wandels wehen, spürst du es nicht? Um uns herum knarrt und dreht sich die Welt. Früher verharrte sie unbeweglich. Unbewegte Jahrhunderte setzen Rost an. Nun ist Leshy gefallen. Jetzt beginnen die Bewohner dieses Landes ihren Kampf um Macht zu Neuem. Du wirst dieses Mal nicht so leicht loswerden. Ach so, die sind stärker geworden. Ja, nice. Jo. Schon wieder diese Axt. Oh, von der Axt bin ich einfach kein Freund. Baumstumpf, Lammstatue. Das ist süß. Das mag ich. Kostet aber Holz. Das ist doof. Und eine Naturhalskette. Ich habe zum Beispiel vergessen, was die macht. Aber ja.
Kann ich das nachgucken? Kann ich. Bonusressourcen. Oh, das müsste ich eigentlich. Einem von denen geben, die mir Ressourcen abbauen. Aber haben die nicht alle schon? Oder gilt das auch für den, der. Mein. Wieso will ich sagen, mein Hemd bewirtschaftet? Ne, meine Felder bewirtschaftet. Wer bist denn du? Du bist ja ganz wild. Ihr wart jetzt auch ganz wild, wa? Was? Voll Lebensenergie? Wie ist das? Ich hab den Putsch nicht getroffen. Ach so, erst das Verfluchte. Ubi. Erst das Verfluchte geht ja kaputt. Ich hab ganz vergessen gehabt. Nur Kohle. Naja, nur ist gut. Ich meine, Kohle brauchen wir ja auch. Das sieht aber auch nicht nett aus. Ich gebe es Holz. Gib mir Holz, gib mir Holz. Holz, 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 Holz. Oh, ich hätte hacken sollen. Ja, blöd. Wie kann der noch Hingabe haben, wenn es die noch gar nicht mehr gibt? Was, der lebt wieder? Oh. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Mag ich jetzt eigentlich nicht so, was du da tust. Also, das ist jetzt auch nicht so das, was du unbedingt tun müsstest. Ich habe keine Zauberkraft mehr. Die sich sind schwer geworden. Also das wird aber jetzt langsam unangenehm, was wir hier tun. Ah, blöd, 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 blöd. Wieso kam der jetzt nochmal? Ja, schön. Toll, du. Für das Schild, danke. Ich kann schon wieder eine Doktrin auswählen. Okay, wild. Die Blumen, die da vorher waren, sind mittlerweile weg. Das habe ich genau gesehen. Okay. Das war jetzt aber auch anders. Hä? Interessant, dass man so den Bosskampf verschwingen kann. Finde ich spannend. Hättest du jetzt nicht gedacht. Aber beschwere ich mich auch nicht. Wenn ich ehrlich bin. Der will dir was. Spielex, was möchtest du? Ehrlich. Ja, Entschuldigung. Ich bin gerade erst wiedergekommen. Schade, dass es nicht einer von euch da machen kann. Alles gewesen sein, hoffe ich. Okay, ich kann sie sammeln.
Nein, stopp. Aber dann kann ich jetzt gleich gucken, ob das wirklich Münzen kostet hat, die Sachen da reinzutun. Das war irgendwie sehr merkwürdig, oder? Nö, eigentlich hat das nichts gekostet. Komisch. Spielex. Belohnung. Okay, er ist schon wieder aufgestiegen. Wahnsinn. Ne, es ist fast schon wieder Nacht. Wir machen das mal nicht mit, die Betten jetzt neu machen, kurz vorher. Felix! Habe ich nicht heute schon eine gehalten? Anscheinend nicht. Oh, nice. Herzgläubigen. Nochmal ein halbes Herz für mich. Danke. Ja, nett, ne? Eine Krone wegen Jenseits. Besitztümer. Gesetzordnung, Arbeit und Beten. Inspirieren. Inspiriere einen Anhänger, um seine Loyalität zu steigern. Das setzt das Segnen oder Einschüchtern. Nee, inspirieren. Hier wird nicht eingeschüchtert. So einer bin ich nicht. Machen, was ist das denn nochmal? Bis tief nach tanzen. Nee. Muss nicht sein. Tief nach tanzen muss jetzt nicht sein. Ich mache mal deine Arbeit fertig, ne? Weil du jetzt meinst, hier schlafen gehen zu müssen. Mehr. Stopp. Ich komme gleich. Ich wollte gerade mal kurz die nochmal einfangen und vor allem nochmal gucken wegen Dünger. Oh, ich glaube diesmal nicht. Nö. Ach, da ist noch eine Spinne und da hinten ist auch noch eine Spinne. Hä, wie viele Spinnen gibt es denn? Oder habe ich mir jetzt hier... Ne, habe ich nicht. Ich wollte sagen, die Spinne hier unten habe ich mir nicht eingebildet. Okay, let's go. Das ist mir egal, Missionar, wenn ich ehrlich bin. Was ist das hier? Raffinerie. Oh. Das ist gut. Ach du, was gibt's denn hier alles? Meine Herren, du. Die Raffinerie ist was? Wo? Hallo? Da. Okay, kostet einiges. Wie es aussieht. Und Dekoration natürlich auch noch ein paar. Klar. Der Pilz. Das Schild. Das würde ich jetzt gerne machen. Dafür muss ich das umwandeln alles. Okay. Mal das bitte so, wie ich das haben will. Danke. So. Da die ja gerade alle schlafen, muss ich das ja alles bauen. Du willst aber auch gefangen werden, oder? Jetzt ist es weg. Ach ne, ist gar nicht so weit weg. Komm her jetzt!
So, jetzt bauen wir hier alle an. Das ist nicht toll. Und, stopp. Du kriegst gerade von mir die Naturhalskette. Und direkt mal ein Level up. Nice. Danke sehr. Also die kriegt man aber auch schnell, oder? Man muss ja gar nichts mehr machen. Wir machen ja erstmal alleine hier. Tja, warum nicht, ne? So, damit das aufbessern, das aufbessern. Hat einer irgendwie sein Bett aufgegeben oder warum ist das, war das jetzt noch frei? War jetzt irgendwie auch sehr wild. Ach, ihr macht das schon, ihr braucht mich dafür gar nicht. Nee, mittlere Mal, Fleischmahlzeit. Und ohne Gemüsemahlzeit. Okay. Essen ist sehr wichtig für euch. Danke. Vertragt ihr es auch alle oder muss jetzt wieder einer von euch kotzen oder so? Nee, sieht gut aus. Sehr schön. Okay, die mochten es jetzt nicht, aber es ist nicht mein Problem, ehrlich zu sein. Ich habe da gerade Essen aufgefüllt. Na gut, vielleicht haben wir jetzt andere Hunger. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Würde ich mal sagen, erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye. Call of the Lamp. Bye-bye.